Wirtschaft funktioniert heutzutage so. Rohstoffe werden abgebaut, zu Produkten verarbeitet, verwendet und so billig es geht entsorgt. So verschmutzen wir nicht nur die Umwelt, sondern vernichten auch Stück für Stück alle Rohstoffe, die auf unserem Planeten nun mal begrenzt sind. Aber es geht auch anders. Unsere Wirtschaft kann auch wie ein Kreislauf funktionieren. In der sogenannten Kreislaufwirtschaft werden Produkte am Ende ihrer Lebensdauer einfach nochmal verwendet. Oder sie werden repariert, überholt oder recycelt. So bleiben alle Rohstoffe im System. Eine forcierte Kreislaufwirtschaft könnte der europäischen Wirtschaft einen Schub von 1,8 Billionen Euro bescheren. Das ist mehr als die gesamte Wirtschaftsleistung Italiens, immerhin die viertgrößte Volkswirtschaft der EU. Und auch die Umwelt würde profitieren. Es gäbe weniger schädliche Rohstoffgewinnung, weniger Müllverbrennung bedeutet bessere Luftqualität und wenn es weniger undichte Mülldeponien gibt, gibt es auch weniger toxische Rückstände in Boden und Grundwasser. Und was springt dabei für die Menschen raus? Schätzungen sagen, dass 10.000 Tonnen Abfall einen Job schaffen, wenn der Müll verbrannt wird. 6 Jobs, wenn er ordnungsgemäß deponiert wird, 36, wenn er recycelt wird und 296, wenn er aufbereitet und wiederverwendet wird. Beispiele aus ganz Europa zeigen, dass alle davon profitieren, wenn Verbraucher und Unternehmen sich in der Kreislaufwirtschaft engagieren. Sie bringt soziale, ökologische und finanzielle Vorteile für alle. Am 2. Dezember 2015 hat die Europäische Kommission das Gesetzespaket zur Kreislaufwirtschaft verabschiedet. Die Bürger allerdings rangieren hier nur auf Platz 2. Wir, die Grünen, wollen Nägel mit Köpfen. Die Interessen der Menschen müssen im Vordergrund stehen. Wir fordern mehr Arbeitsplätze, faire Bedingungen für soziale Unternehmen und Unterstützung für lokale Initiativen. Hier sind unsere 5 wichtigsten Änderungsvorschläge, um es besser zu machen. Mehr unter circular-economy-now.eu.